Schönen guten Tag. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine Querseite in Word einfügen kann, zwischen sozusagen die ganzen Hochformatseiten. Also ihr habt vielleicht eine Dissertation oder sowas und habt dann eine sehr, sehr umfangreiche Tabelle, die wollt ihr im Querformat da irgendwie reinbringen und drucken. Da kann man Abschnittsumbrüche dafür verwenden. Ich zeige euch mal, wie man das genau macht und relativ schnell und effizient machen kann. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So, ein paar kleine Sachen vorweg, weil ich jetzt noch nicht weiß, sozusagen, ob ihr das wisst und könnt. Eine wichtige Sache, die wir hier brauchen, damit das Ganze funktioniert, sind die sogenannten unsichtbaren Steuerzeichen. Also ihr habt hier im Reiter Start diesen Button hier, damit könnt ihr diese unsichtbaren Steuerzeichen ein- und ausdrücken. Unsichtbar insofern, dass sie nicht mitgedruckt werden. Ja, aber wenn ihr diesen Button klickt, werden die euch angezeigt. Dann habt ihr zum Beispiel hier das Steuerzeichen für einen Absatz. Ja, immer wenn ihr Enter drückt, erscheint dieses Zeichen. Oder ihr habt hier zwischen den Wörtern ein Zeichen für ein Leerzeichen. Ja, da sieht man dann auch ganz gut, ob man jetzt in so einem Wort mehrere Leerzeichen oder zwischen zwei Wörtern mehrere Leerzeichen versehentlich gesetzt hat. Und ja, ist einfach wichtig, dass ihr wisst halt, wie man diese Steuerzeichen ein- und ausschaltet. Es gibt auch eine Tastenkombination dafür, Steuerung, Shift und die Plus-Taste, beziehungsweise einfach Steuerung und die Sterntaste. Ja, da kann man diese Steuerzeichen hier ein- und ausschalten. So, die zweite wichtige Sache, die man braucht, um hier jetzt so eine Querseite sozusagen einzufügen, sind die sogenannten Umbrüche. Und wenn ihr hier auf den Reiter Layout geht, dann habt ihr so ein kleines Menü für die Umbrüche. Ja, hier gibt es Seitenumbrüche, also das heißt, man kann den Text dann auf eine neue Seite bringen, darum geht es jetzt nicht in diesem Video. Und es gibt die Abschnittsumbrüche. Hier gibt es zwei besondere, die wir jetzt brauchen, und zwar einmal den fortlaufenden Abschnittsumbruch und einmal den Abschnittsumbruch nächste Seite. Erstmal vielleicht generell dazu, was machen die Umbrüche? Mit den Umbrüchen kann man sein Dokument in mehrere sogenannte Abschnitte unterteilen. Also ich füge jetzt mal an dieser Stelle einfach einen fortlaufenden Umbruch ein. Also ihr seht, dann haben wir hier als Steuerzeichen angezeigt, hier gibt es einen Abschnittswechsel fortlaufend, und wenn ich die Steuerzeichen wieder ausschalte, sieht man hier erstmal überhaupt nichts. Und hier unten in dieser Zeile sollte euch dann angezeigt werden, in welchem Abschnitt ihr euch im Dokument gerade befindet, wo der Cursor sich gerade befindet. Wenn euch das noch nicht angezeigt wird, dann klickt mal rechts hier unten auf diese Leiste und dann habt ihr hier oben, also habt ihr so ein Riesenmenü, Statusleiste anpassen, und dann müsst ihr hier das Häkchen setzen sozusagen bei Abschnitt. Ja, also setzt dieses Häkchen, dann habt ihr unten noch die Anzeige, in welchem Abschnitt ihr euch gerade befindet. Und ihr seht, wenn wir den Cursor jetzt hier haben, dann befinden wir uns hier in Abschnitt 1, und wenn ich den Cursor jetzt hier darunter setze, unter den Abschnittswechsel, den ich da eingefügt hatte, befinde ich mich jetzt hier in Abschnitt 2. So, und um eine Querseite einzufügen, nutzen wir den Abschnittswechsel nächste Seite. Den mache ich mal wieder weg. Das ist im Prinzip eine Kombination aus diesem fortlaufenden Abschnittsumbruch und einem normalen Seitenumbruch. Also wenn ich den jetzt hier einfüge, dann wird einfach der gesamte Text, der sich nach dem Umbruch, also der auf den Umbruch folgt, ja, hier haben wir den Abschnittswechsel, nächste Seite, jeder Text, der auf diesen Abschnittswechsel folgt, wird automatisch auf die nächste Seite gebracht. So, und jetzt unterteilen wir unser Dokument einfach mal in drei Abschnitte. Also lassen wir hier mal auf diesen Text noch so einen Abschnittswechsel, nächste Seite folgen, und fügen hier so ein kleines bisschen Text ein. Und ihr seht, ja, wenn wir das hier vielleicht noch so runterziehen, dann sehen wir das genauer, dass sich hier jetzt auch so ein Abschnittswechsel nächste Seite befindet. Und wir haben unser Dokument jetzt in drei Abschnitte unterteilt. Abschnitt Nummer 1 ist, ja, dieser allererste Abschnitt hier, sehen wir hier unten. Abschnitt Nummer 2 ist jetzt diese Seite, und Abschnitt Nummer 3 ist jetzt diese Seite. So, und wir wollen jetzt, dass dieser Abschnitt hier auf Seite 2 im Prinzip, oder Abschnitt 2, zu einer Querseite wird. Ja, dann gehe ich jetzt einfach hier nur noch im Reiter Layout bei Ausrichtung auf Querformat, und dann kann ich sozusagen bestimmen, dass einfach nur diese Seite in diesem Abschnitt eine Querseite wird. Ja, ich könnte hier jetzt die Seitenränder noch anders formatieren, die kann man hier einstellen, wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Und jetzt seht ihr hier, dass ich jetzt, der erste Abschnitt sozusagen, die erste Seite hier, bleibt immer noch ganz normal im Hochformat. Jetzt habe ich hier eine Seite im Querformat, und ja, schon habe ich das Ganze umgesetzt. Ja, die Steuerzeichen schalte ich wieder aus, und ja, habe jetzt einfach hier schön so eine Querseite in mein Word-Dokument eingefügt.